Während unseres Urlaubs im Tannheimer Tal hatte ich die Gelegenheit, kurzfristig an einer Ballonfahrt teilzunehmen. Bei glasklarer Luft und strahlend blauem Himmel halfen wir vier Passagiere unserem Piloten Bernhard in der Nähe von Fronten den Ballon startklar zu machen. Mittels Heißluft und Gebläse stand der Ballon schnell fertig zum Abheben. Du hast keinen Kopf bedeckt, okay? Das ist warm. Der heizt dich auf. Und das die ganze Zeit nachher. Na, das wird nicht kalt. Ja, eher, ja, wenn wenig Haar hast, dann brennst du die Platte auf. Jetzt haben wir leichte Südwestströme. Südwest? Ja. Von Süden her, oder? Süden, mehr Süden. Ja, das passt ja gut. Das wird dir da rausgetragen. Kommst du raus. Ja, mit wird er. Ja, bist du von München, oder? Ich bin nicht von München. Ein Münchner. Wo bist du? Kein Münchner. Wo bist du? Ich bin von Leverkusen. Leverkusen, Bayer Leverkusen. Da kann man nicht hin. Vizekusen. Oh, jetzt wird's ernst. Jo. Und Stüss. Das war's. Ich kann nichts mehr beeinflussen. Oder mit zurückkommen, aber den von Heim auch nicht dann zurückkommen. Also. Oh, herrlich. Gegenaufnahme. Ja. Oh. Jetzt komme ich gegen die Sonne. Wir stiegen auf über 2000 Meter Höhe und hatten einen fantastischen Blick über die schneebedeckten Alpen bis in die Schweiz, nach Österreich und Italien auf der einen Seite und bis weit ins grüne Voralpenland auf der anderen Seite. Bernhard und Mitfahrer Hans konnten unzählige Berggipfel benennen und bei ca. 20 Stundenkilometern zogen unter uns der Hopfensee, Weißensee, Forgensee und Bannwaldsee vorbei. Einfach ein unbeschreibliches Erlebnis. Geräuschlos wie eine Feder am Himmel zu schweben. Auch wenn mir beim Blick steil nach unten doch die Knie ein wenig schlotterten.
So landeten wir dann nach über einer Stunde butterweich und sanft in der Nähe von Buching, wo unser Verfolger Herbert darauf wartete, uns wieder aufzunehmen. Nachdem der Ballon und der Korb wieder fertig zum Einladen gepackt waren, mussten wir uns der Ballonfahrertaufe stellen, beziehungsweise knien. Zuerst erklärte uns Bernhard die Anfänge des Ballonfahrens mit den Gebrüdern Montgolfier, dann mussten wir einen Spruch aufsagen, bevor von jedem neuen Ballonfahrer eine Haarlocke abgeflemmt und diese anschließend mit Sekt gelöscht wurde. Hört's mal nach. Ehre dem, der alles hat geschaffen. Er schuf für uns das weite Himmelszelt. Er gab das Feuer uns, mit dessen Kraft wir uns erheben. Und über Berg und Täler schweben. Drum soll uns auch das Feuer taufen. Zum Löschen soll der Sekt nur laufen. Den Rest der Flasche werden wir saufen. Hast du Taft drauf da auf deine Haare? Ja, dann ist gut. Dann bringst du mich so schnell ab da. Ja, sag mal, das brennt ja schon ganz gut da. Da haben wir gleich mal das gescheit. Ich habe keine Haare. Das ist problematischer. Bei dir können wir nicht viel machen mit einer Zündung. Was sehen wir da? Gell? Da sehen wir halt so. Ja, schau. Ja, ja. Das brennt ja auch ganz gut. Ja, da. Ja, der hat gerade den Nogal. Brennt es schon? Nein, ganz im Moment. Da ist ein bisschen Wind, das geht nicht so gut, aber jetzt brennt es ein bisschen. Ah! So. Super. Bei dir müssen wir nur mehr löschen, weil da ist eine Glatze. Gell? Da können wir nicht viel anzünden. Da ist es besser als Schneuzer. Ja, schau, ja, brennt auch schon. Ja, das ist gut. Ja, so. Super! So, also, seid ihr im Badestand hier oben. Ja. Ballonfahrer Badestand, könnt ihr euch da. Gratuliere! Mit dem Rest aus der Flasche wurde anschließend auf die glückliche Landung angestoßen. Gut, danke. Ja, die müsst zuerst der Flasche saufen. Da steht uns sowas bevor. Ja, das ist. Ich bin ja nachher noch so. Ja, der hätte auch einen verdient, der hat ja mitgeholfen. Auch die neuen Ballonfahrer. Ja. Auf uns dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Ja, auf den Verfolger. Dank. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Okay, sehr gut. Ja. Klasse. Auch im Sinne aller Mitfahrer möchte ich mich nochmal bei Bernhard, unserem Piloten, sowie Herbert, unserem Verfolger am Boden, für dieses unvergessliche Erlebnis bedanken. Und ich werde sicherlich keine Gelegenheit auslassen, den Ballonsport Aggenstein in Haldensee zu empfehlen. Bleibt alle gesund und munter und noch viele wunderschöne Erlebnisse am Himmel über dem Allgäu.